Herzlich willkommen auf unserer Entdeckungstour in eine neue Dimension von Raum und Größe. Sie reisen nun in die Welt der Nanos und tauchen ein in die Tiefen der Bausteine unserer Natur mit ihren verblüffenden Eigenschaften. Aber was ist überhaupt ein Nanometer? Es ist der kaum vorstellbare milliardste Teil eines Meters. Ein kleines Beispiel. Ein Nano verhält sich zu einem Meter etwa so wie eine Haselnuss zur Erde. Und sichtbar ist das alles nicht. Zumindest noch bis vor kurzem. Denn erst seit einigen Jahrzehnten können wir in das Reich der Atome und Moleküle in die Nanowelt hineinsehen. Keinen Sehfehler vorausgesetzt, kann unser Auge nämlich gerade noch Einzelheiten unterscheiden, die 0,2 bis 0,3 mm voneinander entfernt sind. Also nur wenige Haaresbreiten. Somit hat auch das schärfste menschliche Adlerauge seine Grenzen. Jedenfalls ohne optische Hilfsmittel. Ein- und Durchblick auf die Mikroebene verschaffte schließlich die Entwicklung von Mikroskopen im 17. Jahrhundert. Dass zum Beispiel unser Lebenselixier Blut keine einheitliche Flüssigkeit ist, sondern aus Billionen unterschiedlicher, einige tausendste Millimeter großer Zellen besteht, wurde erst durch diese extreme Vergrößerung entschlüsselt. Die Nanowelt jedoch ist noch tausendmal kleiner. Was sich zum Beispiel so alles in unserem Speichel tummelt, wurde das erste Mal 1675 beschrieben. Nämlich Unmengen an nur Millionstel Meter langen Bakterien. Und dabei sind alle diese winzigen Lebewesen mit ihren wenigen Mikrometern in der Nanowelt noch wahre Giganten. Richtig ab in die neue Welt des Nano-Universums ging es dann am Ende des 20. Jahrhunderts. Die Wissenschaftler verließen die Sphäre des Lichts und drangen ins Dunkel der Moleküle vor. Durch die Erfindung der Raster-Elektronenmikroskope wurden nur wenige Nanometer große Teilchen und Kristalle sichtbar. Ganz neue Dimensionen mit fremdartig anmutenden und eigenwillig schönen Strukturen eröffneten sich. Seit knapp 30 Jahren sind selbst einzelne Atome unter dem Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskop zu erkennen. Dabei ist der Blick auf die ein Zehntel Nanometer großen Atome bloß ein Etappenziel. Die Erforschung der Nanowelt hat nämlich gerade erst begonnen. Und wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß.